Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wieder ein sehr einfaches und schnelles Rezept. Und zwar machen wir heute diese leckeren Karotten-Snackkugeln. Und das sind schon die Zutaten dazu. Lasst uns anfangen. Und zwar benötigen wir dazu 500 Gramm Karotten, 80 Gramm Butterkekse, 2 Esslöffel Zucker, 40 Gramm Walnüsse, ca. 20 Gramm Butter oder Margarine, einen halben Teelöffel Zimt und 3 bis 4 Esslöffel Kokosraspeln zum Wenden. Als erstes werden die Karotten gewaschen und geschält und mit einer feinen Reibe gerieben. Übrigens, man kann hier auch statt Butterkekse die Vollkornkekse nehmen oder auch braunen Zucker nehmen oder auch Haselnüsse. Das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Wenn dann alle Karotten gerieben sind, geben wir den Zucker drüber und das Stückchen Butter. Dann verrühren wir das Ganze miteinander und geben dann die Pfanne auf den Herd. Das Ganze wird dann bei mittlerer Hitze so lange gedünstet, bis die Feuchtigkeit von den Karotten verdunstet ist. So behalten die Karotten noch etwas Biss. Solltet ihr aber die Karotten etwas weicher wünschen, dann gebt zum Dünsten noch 2 Esslöffel Wasser hinzu. Dadurch verlängert sich die Garzeit der Karotten und sie werden dadurch weicher. Dann nehmen wir die Pfanne vom Herd weg und geben die restlichen Zutaten hinzu, also Zimt, Walnüsse und dann zerbröseln wir von Hand die Butterkekse drüber. Ihr könnt die Butterkekse auch in einem Beutel mit dem Nudelholz fein zerdrücken. Das bleibt euch überlassen. Wenn alle Kekse dann komplett zerbröselt sind, rühren wir das Ganze noch ein paar Mal um und die Pfanne kommt nochmal für ca. 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze auf den Herd. Und zwar so lange, bis sich die Zutaten alle gut miteinander verbunden haben. Dann nehmen wir die Pfanne vom Herd und lassen sie eine Minute auskühlen. Jetzt können wir direkt unsere Kugeln formen. Portioniert habe ich das mit Hilfe eines Esslöffels. Und zwar habe ich immer ca. einen halben Esslöffel voll von dieser Masse genommen und zu einer Kugel geformt und habe es gleich in Kokosraspeln gewendet. So habe ich dann alle Kugeln geformt. Diese Kugeln kann man gut den Kindern als Snack zwischendurch anbieten oder als Dessert oder zum Beispiel für einen Kindergeburtstag herstellen. Diese Kugeln lassen sich in einer verschlossenen Dose einige Tage im Kühlschrank aufbewahren. Aus dieser Masse habe ich ca. 20 walnussgroße Kugeln geformt. So, noch die 2 letzten Kugeln und fertig sind wir. So sehen sie aus. So, das war's dann heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über eure Kommentare und Likes sehr freuen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!